So, dann müssten wir jetzt live sein. Gut. Dann begrüße ich euch mit dem 35. Wochenspruch, wenn es euch recht ist. Ist eine Aufforderung wieder, oder? Kann ich das Sein erkennen, dass es sich wiederfindet im Seelenschaffensdrange? Ich fühle, dass mir Macht verliehen, das eigene Selbst, dem Weltenselbst, als Glied bescheiden einzuleben. Also in aller Bescheidenheit geht es darum, dass wir auch was beitragen zur Welt im Grunde. Ich will gar nicht viel mehr auslassen darüber. Es ist, also einerseits ist es die Erkenntnisfrage, also kann ich das Sein so erkennen, dass es sich in einen Schaffensdrang, in einen Seelenschaffensdrang zunächst einmal umsetzen lässt. Also das heißt, dass ich Ideen kriege, was kann ich denn tun überhaupt? Und wenn das gelingt, wenn ich eine gewisse Sicherheit im Erkennen bekomme, dann fühle ich eben auch, dass ich mir die Macht, die Kraft verliehen ist, ein bisschen was von meinem, was ich beitragen kann, halt dem Welten selbst als Glied bescheiden hinzuzufügen, es einzuleben ins Welten selbst. Also indem wir schöpferisch geistig tätig werden, ist das etwas, mit dem wir die Geistigkeit der Welt ein bisschen, um ein kleines bisschen bereichern können, wenn wir wollen. Also mit dem Aufwachen ist halt das Erkennen einmal damit verbunden und dann das wirklich bewusst aus dem heraus halt was zur Welt beitragen. Ich lese es noch einmal. Er sagt es eh klarer als ich. Kann ich das Sein erkennen, dass es sich wiederfindet im Seelenschaffensdrange? Ich fühle, dass mir Macht verliehen, das eigene Selbst, dem Welten selbst, als Glied bescheiden einzuleben. In diesem Sinne. Danke. Gerne. Danke, Wolfgang. Gut. Danke, Wolfgang. Gerne. Warum meinst du ein klein wenig? Muss es ein klein wenig sein? Ich frage deswegen. Ja, ich kann auch ein bisschen, das ist wie beim Einkaufen, darf es ein bisschen mehr sein, darf es auch sein, ja. Aber es ist sicher im Vergleich zu dem, was alles zu tun ist, immer Kleinigkeit. Die Bescheidenheit ist auch erwähnt. Manche sagen, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, ja, je nachdem. Ich traf gerade jetzt eine ältere Anthroposophin die Tage, ja. Und sie erklärte mir, ja, also dass man, wenn man jetzt was liest von Steiner, dass man ja vielleicht einen kleinen Beitrag leisten kann, um irgendwann in späterer Zukunft in Planetenentfernungen mal dem Geistigen näher zu kommen. Und dann dachte Ja. Und dann dachte ich so, oh, da hängen die Früchte dermaßen hoch aus ihrer Aussage, ja, und deswegen meine ich auch, da hatte für mich jetzt drin geklungen, dass man sich selbst so klein macht und ach, das andere ist ja so weit und das kann ich ja eigentlich gar nicht groß beeinflussen. Ja, ja, na, das soll es nicht sein. Also es geht darum, dass es sicher, es sind immer kleine Schritte, aber das hier und jetzt, es geht immer um den nächsten Schritt, hier und jetzt. Natürlich ist ja nicht gleich, dass die ganze Welt morgen komplett anders ausschaut. Das wäre Illusion, das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren, da wird man viel Blödsinn machen. Auch die ganze Weltschöpfung hat ja ziemliche Zeit gedauert. Aber es geht kontinuierlich jetzt was zu tun, das ist das Entscheidende. Also eigentlich eher kontinuierlich dranbleiben. Ja, man sagt ja auch, dass die Gewohnheiten es sind, die einen Menschen zum Beispiel verändern. Also vielleicht nicht nur einen Menschen, ja, sondern überhaupt. Also wenn ich mir zur Gewohnheit mache, mir so und so oft die Zähne zu putzen, das ist wie eine Einstellung zum Leben. Ne? Wie tue ich das in den Alltag einbauen? Ja. Oder auch die Nebenübungen. Was mache ich mir zur Gewohnheit? Womit gehe ich? Gehe ich in den Alltag? Nicht nur einmal was getan. Das ist was anderes. Ja, richtig.
Richtig, und so irgendwie spektakuläre Einzelaktionen bringen es meistens nicht so. Also es geht es wirklich daran zu bleiben. Immer wieder mal. Also beim künstlerischen Üben oder so merkt man das sofort. Also wenn ich jetzt einmal 10 Stunden durchprobe oder was, das bringt nichts. Ich muss immer wieder regelmäßig dranbleiben, über Jahre vielleicht, um mich da weiterzuentwickeln. Also das ist Üben, Tun. Am Tun lernt man. Und das auch es verarbeiten können, ist sicher immer wichtig. Ich tue was und das hat eine Nachwirkung, das muss verarbeitet werden irgendwo. Und damit steigt aber schon die Kraft für den nächsten Schritt. Gut. Tu mal was. Ja. Wo war die denn genau? Naja, wir standen bei den Bäumen. Also über die haben wir ziemlich gesprochen und dass sie jetzt, also das letzte war, dass sie das Astralische anreichern. Das war so das Letzte und dass man das jetzt nicht gleich hellsichtig schauen muss, sondern hellriechig, sagt er sogar. Also durch die Gerüche der verschiedenen Bäume und so weiter, da drückt sich das aus. Und wenn man dafür offen ist, das wahrzunehmen, ja, kriegt man was mit von der Astralität, die durch die Bäume gesammelt wird. Und die drückt sich eben halt auch besonders im Geruch aus. Und 7. Vortrag, ne, Christoph? 7. Vortrag. Und wir sind gekommen bis zu der Zeichnung, wo der Baum gezeichnet ist, wo astralreiches, ausgebildetes Insekt steht, da Cambium, der große Baum da. Mhm. Ja, ich hab's. Und es würde dann weitergehen, wenn wir dasjenige nun ins Auge fassen. Mhm. Ja. Wollen wir lesen, oder? Ja. Ja, wer beginnt? Vielleicht du gerade, oder? Okay, gut. Das ist mal sehen, der Fall. Andere Mikros aus, bitte, ja. Mhm. Gut. Wenn wir dasjenige nun ins Auge fassen, wohin das weiterführen kann, so müssen wir uns nun doch fragen, ja, wie ist es denn nun mit demjenigen, was gewissermaßen polarisch entgegensteht demjenigen, was da die auf dem Baum wachsende parasitische Pflanze als astralisches in der Baumumgebung bewirkt? Was geschieht denn durch das Cambium? Was tut denn das? Sehen Sie, weit um sich herum macht der Baum die geistige Atmosphäre astralreicher in sich. Was geschieht denn da, wenn das Krautartige oben auf dem Baum wächst? Dann hat er eine bestimmte innere Vitalität, Ätherizität, ein gewisses starkes Leben in sich. Das Cambium dämpft nun dieses Leben etwas mehr herunter, so dass es mineralähnlicher wird. Dadurch wirkt das Cambium also so. Währenddem oben Astralreiches um den Baum entsteht, wirkt das Cambium so, dass im Innern ätherisch Ärmeres als sonst da ist. Ätherarmut gegenüber der Pflanze entsteht im Baum. Ätherärmeres entsteht hier. Dadurch aber, dass im Baum durch das Cambium Ätherarmes entsteht, wird auch die Wurzel wiederum beeinflusst. Die Wurzel im Baum wird mineral, viel mineralischer als die Wurzeln der krautartigen Pflanzen sind. Dadurch aber, dass sie mineralisierter wird, entzieht sie dem Erdboden, aber jetzt in dem, was im Lebendigen drinnen bleibt, etwas von seiner Ätherizität. Sie macht den Erdboden etwas mehr tot in der Umgebung des Baumes, als er sein würde in der Umgebung der krautartigen Pflanze.
Das muss man ganz strikt ins Auge fassen. Aber was so in der Natur entsteht, das wird immer auch im Haushalt der Natur eine bedeutsame, eine innere Naturbedeutung haben. Deshalb müssen wir diese innere Naturbedeutung von dem Astralreichtum in der Baumumgebung und der Ätherarmut im Baumwurzelgebiet aufsuchen. Soll ich noch weiterlesen oder wenn wir das einmal wiederholen? Weiter? Vielleicht wiederholen, weil es ein bisschen anspruchsvoll ist, oder? Ja, genau. Gut. Wer? Gib doch einfach Darf weiter. Ich? Ja, gut. Ja, oder? Sonst machen wir demnächst mit weitergeben, dann gibt es nicht diese Fragen. Okay, ja? Also Christian. Ja, danke. Wenn wir dasjenige nun ins Auge fassen, wohin das weiterführen kann, so müssen wir uns nun doch fragen, ja, wie ist es denn nun mit demjenigen, was gewissermaßen polarisch entgegensteht, demjenigen, was da die auf dem Baum wachsende parasitische Pflanze als astralisches in der Baumumgebung bewirkt? Was geschieht denn durch das Cambium? Was tut denn das? Sehen Sie, weit um sich herum macht der Baum die geistige Atmosphäre astralreicher in sich. Was geschieht denn da, wenn das Krautartige oben auf dem Baum wächst? Dann hat er eine bestimmte innere Vitalität, Ätherizität, ein gewisses starkes Leben in sich. Das Cambium dämpft nun dieses Leben etwas mehr herunter, sodass es mineralähnlicher wird. Dadurch wirkt das Cambium also so, während dem oben Astralreiches und den Baum um den Baum entsteht, wirkt das Cambium so, dass im Inneren ätherisch Ärmeres als sonst da ist. Ätherarmut gegenüber der Pflanze entsteht im Baum. Ätherarmes entsteht hier. Dadurch aber, dass da im Baum durch das Cambium Ätherärmeres entsteht, wird auch die Wurzel wiederum beeinflusst. Die Wurzel im Baum wird mineral, viel mineralischer als die Wurzel der krautartigen Pflanzen sind. Dadurch aber, dass sie mineralisierter wird, entzieht sie dem Erdboden aber jetzt in dem, was im Lebendigen drinnen bleibt, etwas von seiner Ätherizität. Sie macht den Erdboden etwas mehr tot in der Umgebung des Baumes, als er sein würde in der Umgebung der krautartigen Pflanze. Das muss man ganz strikte ins Auge fassen. Aber was so in der Natur entsteht, das wird immer auch im Haushalt der Natur eine bedeutsame, eine innere Naturbedeutung haben. Deshalb müssen wir diese innere Naturbedeutung von dem Astralreichtum in der Baumumgebung und der Ätherarmut im Baumwurzelgebiet aufsuchen. Gut. Ja. Ja, sind jetzt einige Begriffe, die man vielleicht erstmal klären könnte, oder? Also sowas wie Ätherizität. Ätherizität. Ätherizität, ja, gebraucht das selten ja halt die Ätherkräfte, die Lebenskräfte. Also die verschiedenen Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, Wärmeäther. Also diese ganzen Qualitäten, die hereingestrahlt werden eigentlich. Also das Ätherische hängt ja mit dem Kosmischen sehr, sehr stark zusammen. Also so wie ich das verstehe, oder den Absatz da, wenn das jetzt anders wäre, also dass diese Ätherarmut im Baumwurzelgebiet nicht wäre, dann würde da ein überdimensionales Wuchern nach oben und nach unten stattfinden, was sich dann selber zerstört. Ist das übertrieben? Ja, es ist sicher ein Unterschied, ob das jetzt eine kleinere, krautartige Pflanze ist, die zwar mehr mit der Kräfte insofern hineinbringt in ihre Wurzeln, also die Wurzeln sind halt trotzdem dort lebendiger als beim Baum. Mhm. Wobei das Wurzelartige sowieso immer eher was
Absterbender es ist. Also es entspricht ja dem Kopfpol irgendwo. Der Pflanze ist ja irgendwie ein bisschen der umgedrehte Mensch. Also wenn man sich den Menschen vorstellt, auf den Kopf gestellt, dann wurzelt er eigentlich mit dem Kopf in der Erde. Mhm. Also bei der Pflanze ist es so, weil wenn die vitalsten Organe, also Stoffwechselorgane, Fortpflanzungsorgane und so, es ist bei der Pflanze die Blüte oben. Aber wenn ich jetzt vergleiche mit dem Satz, sehen Sie, weit um sich herum macht der Baum die geistige Atmosphäre astralreicher in sich. Das macht ja Kraut nicht. Genau, da ist das bescheidener, ja. Also der Baum ist oben so reich, dass er unten ein bisschen zurückhalten muss. Genau. Sonst würde er sich selber entwurzeln. Ja, die Wurzeln müssen ja beim Baum, also viel dicker, stärker, härter. Mhm. Mineralreicher werden. Bei den Krautpflanzen ist das ja alles sehr, sehr, sehr weich eigentlich. Ich meine, der Boden rund um die Bäume, das stimmt, der ist einfach sehr, da wächst kein Gras oder kaum. Jetzt da, wenn wir auf den eigenen Garten hinten, die Tanne, die da hinten steht, da ist drunter nichts außer Wurzel, Erde und Steine. Ja, vielleicht könnte man auch so sagen, also ich kann da zum Beispiel aus der Erfahrung sagen, wenn man mal so einen Wurzelstock von einem Baum ausgräbt. Mhm. Wir hatten ja vorher diesen Verweis von Rudolf Steiner auf die Hellriechigkeit. Mhm. Und also man kann das aus meiner Sicht, wenn man das wirklich mal selber macht, dann kann man genau erahnen, was er meint. Also wenn man die Erde auf einem Feld oder in einem Beet, wenn die lebendig ist und die wird feucht zum Beispiel, dann ist es ja sehr, sehr stark. Dann hat man also einen ganz starken Kontrast zu den Gerüchen, die einem entgegenkommen, wenn man zum Beispiel einen Wurzelstock ausgräbt. Also das heißt, also nicht einen Wurzelstock, wo der Baum schon länger gefällt ist, da sieht es wieder anders aus, sondern wenn man eben den Baum fällt, in den oberen Teil entfernt und dann sofort den Wurzelstock ausgräbt. Mhm. Dann hat man also wirklich diesen Eindruck, dass in diesem Bereich des Wurzelstocks also so eine wirkliche Dumpfheit, also eine Unlebendigkeit auch um die Wurzeln herum. Die Erde, die ist trocken in der Regel. Mhm. Die ist sehr trocken, die ist sehr feinkörnig. Und ist wie Staub im Grunde. Also es hat so was Staubiges, Dumpfes. Und im Vergleich zu einer krautartigen Pflanze soll ein Baum ja auch geistige Kräfte im Wurzelbereich konzentrieren. Oder ist in der Lage dazu. Und damit er das eben im Wurzelbereich tun kann, muss es natürlich so eine Art Abgrenzung geben von dieser unwahrscheinlich lebendigen Astralität im Kronenbereich bis hinunter zur Wurzel. Das muss ja ganz stark im Stammbereich, muss das ja abgedämpft werden, damit es an der Wurzel überhaupt zur Konzentration der geistigen Kräfte kommen kann. Und diese starke Abgrenzung bringt eben das Cambium, großartige Pflanze, so in der Art nicht. Mhm. Doch, was meinst du mit geistigen Kräften? Ja, also der Baum ist ja eine sehr, sehr dauernde Pflanze. Während die krautartigen Pflanzen in der Regel einjährig sind oder oder vielleicht so ein paar Jahre stehen bleiben. Aber der Baum, der muss ja quasi viele, viele Jahre, die meisten Bäume werden ja auch locker über 100 Jahre alt und älter, viel älter, dass sich da eben, damit dieser Baumgeist auch so lange gehalten werden kann, muss sich ja im Wurzelbereich, was ja das geistige Zentrum ist, wie Wolfgang gesagt hat, da muss es ja eine ganz, ganz stabile Gesundheit, Margarita. Danke. Entschuldigung.
da muss es ja eine ganz starke Hüllenbildung geben, um die geistigen Kräfte dort halten zu können über längere Zeit. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht hier mit dieser Mineralisierung gemeint, dass die Baumwurzeln also ganz stark mineralische Qualität annehmen, um dann eine dauerhafte Geistigkeit halten oder speichern zu können. Also ich kann mir das jetzt persönlich vorstellen, was du meinst, das, ja. Aber ich überlege nur gerade, wie klingt das für jemanden, der mit Anthroposophie nichts am Hut hat? Der wird vielleicht sagen, ja, Moment mal, Geistigkeit beim Baum, ja. Klingt ja erstmal fantasievoll. Mhm. Tja. Ja, sicher. Ich meine, da muss man jetzt dann in das Thema dann Elementarwesen und so weiter hineingehen oder noch weiter hinauf. Aber man kann schon, also bei Bäumen, bei alten Bäumen, die inspirierende Wirkung Gottes Baumgeistes, der sich ja eigentlich erst nach vielen Jahren etabliert, so wirklich ein Baumgeist, dass der ergriffen wird, dann kann man, wenn man ein bisschen empfänglich ist dafür, schon eine sehr stark inspirierende Wirkung merken. Also es fällt einem leichter, in der Gegenwart dieses Baumes gewisse Gedanken, die gerade also auch die Weltentwicklung oder irgendwas betreffen, leichter dort aufzufassen. Das ist ganz deutlich. Also ich bin meiner Lerche im Garten sehr dankbar. Das ist eigentlich ein ganz schlankes Ding, schaut noch sehr jugendlich aus, aber ist sicher schon ziemlich alt, weil sie ist so gute 20 Meter hoch. Aber halt dünn, biegsam im Wind, wenn der Sturm bei uns saust, biegt sie die ganzen Dinge, also die bricht nicht. Eine Lerche bricht einfach nicht. Und die ist unheimlich inspirierend. Das besonders gemerkt, wie unten direkt bei ihm im Stamm, also im Erdgeschoss unten aus dem Fenster, die Verbindung ganz stark gewesen. Gell? Also was mir jetzt gerade noch zu dem Thema einfällt, also weil du ja erwähnt hast, wie würde man jetzt darauf schauen, wenn man jetzt nicht aus der Anthroposophie darauf schaut, also auf das, ich sag mal einfach auf das Wesen der Bäume. Man kann ja auch aus verschiedenen Blickwinkeln darauf gucken. Mhm. Also wenn man jetzt ethnobotanisch darauf schauen würde, könnte man sich ja auch auf unsere Urvölker beziehen oder auch noch die, ja auch die es heute noch gibt, die indigenen Völker, die ja auch den Bäumen eine gewisse Geistigkeit zuschreiben oder sogar heilig sprechen. Ja. Ja, und sie von denen wirklich sozusagen Anregungen holen, jedenfalls kommen ihnen dort das Wissen, wie sie bestimmte Dinge einfach anpacken sollen, also im Umgang mit der Natur. Und dieses Wissen ist halt gerade durch Bäume wird das besonders gut vermittelt. Also sicher durch manche mehr, durch manche weniger, aber Bäume sind da einfach sehr kräftig diesbezüglich. Ich fand die Herleitung von Christoph wirklich gut, also für mich total anschaulich. Ich dachte mir nur, ja, wie ist das, wenn jetzt jemand, der rein materialistisch denkt, ja. jetzt zuhören würde, das, was jetzt gesprochen wird hier in diesem Kreis und denkt, aha, Baumgeister, ja, alles klar. Ne? Nur, das ja, ist ja. nur der Aspekt, den ich gerade herausgegriffen hatte. Ja, ja, na sicher, sicher. Na, es geht darum einfach, ich denke, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, ohne, man darf nichts hineinspintisieren oder irgendwas, sondern nur einfach mit einer gewissen Offenheit dem Baum gegenübersteht, ihn halt nicht nur äußerlich anklotzt, sondern versucht zu spüren, was sagt mir der Baum, was regt er in mir an, dann kann man das schon durchaus merken, ohne dass jetzt ein großer Hokuspokus dazu da notwendig ist. Das kann man eigentlich ausprobieren, jeder.
Ich meine, ich darf mich halt nur nicht so hinstellen, so äußerlich, glaube ich, schaut da aus, wie viel Festmetallholz sind das und was kann ich verkaufen, dann wird er mir nicht viel sagen, dann wird er die lange Nase zeigen. Aber ansonsten regt er einfach Gedanken an, die werden woanders vielleicht nicht so kommen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich möchte beisteuern, was ich persönlich erlebt habe. Einmal war ich bei so einem Kräuterseminar in der Nähe der Externen Steine mal durchs Grüne gegangen mit so einer ganzen Gruppe und dann wurde aufmerksam gemacht auf Verschiedenstes, aber eben auch auf die Bäume. Und da habe ich halt erlebt, dass die Wirkung der Bäume sehr unterschiedlich sein kann. Manche waren mir angenehm, da mochte ich gerne länger stehen bleiben. Andere waren so nach Motto, nee, das verträgt sich gerade nicht. Und das würde mir auch nicht einfach so passieren, sondern mit der entsprechenden Frage, mit der Einstimmung nach dem Motto, was kann ich denn hier empfinden? Und wenn ich diese Frage nicht habe, kann es sein, dass ich gar nichts empfinde. Also ich ist wunderbar, könnte ich 10 Stunden lang durch den Wald spazieren, ohne etwas bewusst zu bemerken, wenn ich nicht diese Frage hätte, aha, ist da was, ja? Ja. Und das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich würde schon sagen, das habe ich so erlebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass andere das auch so erlebt haben. Ja. Und das andere Ding ist, habe ich beim Obstbäume schneiden, beim Apfelbäume schneiden erlebt. Man steht dann alljährlich vor seinen Obstbäumen und fragt sich ja, was musst du rausnehmen, was musst du verändern? Und erstmal stehe ich dann wie ein Ochs vom Berg und denke mir so, ja, machst du das oder das? Ah, ja, das könnte auch falsch sein und so. Und der eine Obstbaum Schnittprofi sagt so, der andere so, total unterschiedlich. Und dann musst du ja aber das lösen für dich. Ne? Und dann habe ich es erlebt, dass ich schon mal in so einen Flow gerate, dann fange ich einfach an und frag mich nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, sondern ich tue. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen viel und den Ast noch und das. Und dann ist irgendwann fertig und du gehst zurück aus einem gewissen Abstand von ein paar Metern und erlebst den Baum ganz anders als vorher. So, und da, das ist der Moment, wo für mich mir das entgegengetreten ist, wo ich das Gefühl hatte, ja, das Baumwesen ist jetzt ein anderes. Sprich, aha, anscheinend hat der Baum schon ein Baumwesen, nur jetzt nehme ich das wahr. Jetzt wirkt er so ganz fröhlich und leicht oder hell. Also sprich, ich erlebe das, was Christoph sagte. Ich wollte ihm nicht widersprechen, ich wollte nur fragen, wie das jetzt zu verstehen ist. Zum Beispiel auf diesem Weg, weil durch die Auseinandersetzung, das kann ja dann, so eine Baumschnittaktion kann ja lange dauern, kann eine Stunde dauern oder so, ne? Ja, dass man damit zugange ist. Und dann hat man sich verbunden, auf einmal merkt man innerlich, oh, das ist ja gar nicht so, ist ja nicht nur Holz, ist ja nicht nur so eine Form, ist ja nicht nur so ein. Und ja. Gut. Wollen wir weiterlesen? Ja. Oswald, willst du oder? Ich? Okay. Und wenn wir Umschau halten, so finden wir, wie das nun weiter im Haushalt der Natur geht. Von demjenigen, was da als Astralreiches durch die Bäume hindurchgeht, lebt und webt das ausgebildete Insekt. Und dasjenige, was da unten ätherärmer wird im Erdboden und als Ätherarmut sich durch den ganzen Baum natürlich erstreckt, so wie Geistiges immer über das Ganze wirkt, wie ich gestern in Bezug auf das Karma beim Menschen ausgeführt habe, dasjenige, was da unten wirkt, wirkt über die Larven, sodass also, wenn die Erde keine Bäume hätte,
auf der Erde überhaupt keine Insekten wären. Denn die Bäume bereiten den Insekten die Möglichkeit zu sein. Die um die oberirdischen Teile der Bäume herumflatternden Insekten, also die um den ganzen Wald so herumflatternden Insekten, leben dadurch, dass der Wald da ist. Und ihre Larven leben auch dadurch, dass der Wald da ist. Sehen Sie, da haben wir dann einen weiteren Hinweis auf eine innigere Beziehung alles Wurzelwesens zu der unterirdisch-tierischen Welt. Denn ich möchte sagen, am Baum kann man das besonders lernen, was wir jetzt ausgeführt haben. Da wird es deutlich. Aber das Bedeutsame ist, dass dasjenige, was am Baum eklatant und deutlich wird, dass das nun wiederum nuanciert bei der ganzen Pflanzenwelt vorhanden ist, sodass in jeder Pflanze etwas drinnen lebt, was baumhaft werden will. In jeder Pflanze strebt eigentlich die Wurzel mit ihrer Umgebung danach, den Äther zu entlassen, und in jeder Pflanze strebt dasjenige, was nach oben wächst, danach, das Astralische dichter heranzuziehen. Das Baum werden wollen ist eigentlich in jeder Pflanze enthalten. Daher stellt sich bei jeder Pflanze diese Verwandtschaft zur Insektenwelt heraus, die ich beim Baum besonders charakterisiert habe. Aber es dehnt sich auch aus, diese Verwandtschaft zur Insektenwelt, zu einer Verwandtschaft zur ganzen Tierwelt. Die Insektenlarven, die eigentlich zunächst auf der Erde nur leben können, dadurch, dass Baumwurzeln vorhanden sind, die entwickelten sich zu anderen Tierarten, die ihnen ähnlich sind, die ihr ganzes Tierleben mehr oder weniger in einer Art von Larvenzustand durchmachen und die dann sich gewissermaßen von der Baumwurzelhaftigkeit emanzipieren, um nach der anderen Wurzelhaftigkeit auch der krautartigen Pflanzen hinzuleben und mit ihr zusammenzuleben. Okay. Ja. Wiederholung. Gibst du weiter, Christoph, mit der Erholung? Oder? Bitte? Sagst du, wer es wiederholen soll? Ach so, ja, dann François gerne. Danke. Und wenn wir Umschau halten, ne? Da, oder? Ja. Und wenn wir Umschau halten, so finden wir, wie das nun weiter im Haushalt der Natur geht. Von demjenigen, was da als Astralreiches durch die Bäume hindurchgeht, lebt und webt das ausgebildete Insekt. Und dasjenige, was da unten ätherärmer wird im Erdboden und als Ätherarmut sich durch den ganzen Baum natürlich erstreckt, so wie Geistiges immer über das Ganze wirkt, wie ich gestern in Bezug auf das Karma beim Menschen ausgeführt habe, dasjenige, was da unten wirkt, wirkt über die Larven, sodass also, wenn die Erde keine Bäume hätte, auf der Erde überhaupt keine Insekten wären. Denn die Bäume bereiten den Insekten die Möglichkeit zu sein. Die um die oberirdischen Teile der Bäume herumflatternden Insekten, also die um den ganzen Wald so herumflatternden Insekten leben dadurch, dass der Wald da ist und ihre Larven leben auch dadurch, dass der Wald da ist. Sehen Sie, da haben wir dann einen weiteren Hinweis auf eine innigere Beziehung alles Wurzelwesens zu der unterirdisch-tierischen Welt. Denn ich möchte sagen, am Baum kann man das besonders lernen, was wir jetzt ausgeführt haben.
Da wird es deutlich. Aber das Bedeutsame ist, dass dasjenige, was am Baum eklatant und deutlich wird, dass das nun wiederum nuanciert bei der ganzen Pflanzenwelt vorhanden ist, sodass in jeder Pflanze etwas drinnen lebt, was baumhaft werden will. In jeder Pflanze strebt eigentlich die Wurzel mit ihrer Umgebung danach, den Äther zu entlassen, und in jeder Pflanze strebt dasjenige, was nach oben wächst, danach das Astralische dichter heranzuziehen. Das Baumwerdenwollen ist eigentlich in jeder Pflanze enthalten. Daher stellt sich bei jeder Pflanze diese Verwandtschaft zur Insektenwelt heraus, die ich beim Baum besonders charakterisiert habe. Aber es dehnt sich auch aus, diese Verwandtschaft zur Insektenwelt, zu einer Verwandtschaft der ganzen Tierwelt. Die Insektenlarven, die eigentlich zunächst auf der Erde nur leben können dadurch, dass Baumwurzeln vorhanden sind, die entwickelten sich zu anderen Tierarten, die ihnen ähnlich sind, die ihr ganzes Tierleben mehr oder weniger in einer Art von Larvenzustand durchmachen und die dann sich gewissermaßen von der Baumwurzelhaftigkeit emanzipieren, um nach der anderen Wurzelhaftigkeit auch der krautartigen Pflanzen hin zu leben und mit ihr zusammen zu leben. Das ist eigentlich sehr dramatisch, weil wenn es keine Insekten geben würde, würde es auch kein Leben mehr geben. Also ohne Bäume gibt es oder ohne Pflanzen, ja, ohne Bäume, ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, ja, ja. Und dieses Insektensterben ist dann wahrscheinlich eng zusammen zu führen mit dem Baumsterben. Ja, ja, natürlich. Schon. Was ich grundsätzlich interessant finde in diesem Kapitel ist, dass die Gedanken, die Aufmerksamkeit von uns jetzt wird gerichtet auf etwas, was man im Alltag gar nicht so wahrnimmt. Die Insekten nimmst du im Alltag im Prinzip nicht wahr, weil sie klein sind und weil man nicht dort schaut, wo sie zu Hause sind. Ja. Und das finde ich sehr bereichernd, schon überhaupt darüber nachzudenken. Mhm. Ja. Und dann erinnert mich das, wie ich tauchen war in Ägypten. Das ist auch schon länger her. Da konnte man sehen Korallen und kleine Fische. Das gehörte so zusammen. Mhm. Das ist 30 Jahre her, dass ich tauchen war. Und da war die, womöglich war das Meer noch eher intakt als jetzt, weiß ich nicht, wie es heutzutage ist. Jedenfalls musste man nicht sehr tief tauchen, um eine wunderschöne Unterwasserlandschaft zu erleben, wunderschöne Korallen und wunderschöne kleine Fische. Das kam, war wie im Aquarium im Zoo. Also wunderbar einfach. Und da kam mir ins Bewusstsein, aha, die Koralle bietet überhaupt Raum für die kleinen Fische. Wäre die Koralle nicht da, könnten diese Fische überhaupt gar nicht sein. Das gehört sowas von zusammen. Ja, wenn die Koralle stirbt, dann ist da auch nichts, wo die Fische bleiben können. Und auf so einem Sandboden oder wo ein paar Felsbrocken sind, können diese Fische nicht sein. Also so kam mir das vor. Ich bin nicht Biologe, nur so kam mir das vor.
dass das so zusammengehört. Na, das stimmt aber auch, weil wir haben vor kurzem einen Film gesehen, einen uralten Film von Hans Haß. Und da ist diese eklatant, diese Symbiose zwischen den Fischschwärmen oder Fischen und den Korallen, die sich gegenseitig sogar beschützen. Also die Fische werden beschützt von den Korallen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, weil andere, also die Räuber konnten wahrscheinlich nicht daran, wenn sie größer sind, ne? Genau. Können sie nicht in diese Verzweigung der Koralle vordringen, wo die kleinen Fische wahrscheinlich Obhut haben können. Ja, richtig. Ja, ja. Also hast du gesagt, richtige unterseeischen Dom oder was er eingeschwommen sein. Ja, ja. Ja, doch dort, ja. Ja. Also das ist riesiger Raum eigentlich. Und am Meer ist da unten. Ja. Und das Bild, was mir auch nochmal so kommt, ist, es war wie ein Blumenstrauß. Es war also, stell dir einen wunderbaren, üppigen, reichen, sich verschenkenden Blumenstrauß vor. Und so ist halt dieses Bild, Koralle und diese Fische zusammen. Wäre es nur die Koralle gewesen, hätte das nicht diesen sich verschenkenden Effekt auf mich als Betrachter gehabt. Richtig. Na, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ja die, also das habe ich, bitte korrigiert mich, wenn ich nicht richtig bin, aber die Hirschkäfer zum Beispiel, die sind ja riesige, unter Naturschutz stehende Insekten, die es ja kaum mehr gibt. Und die können sich nur entwickeln, die Larven oder die Hirschkäfer, wenn sie Totholz, wenn sie 8 Jahre, glaube ich, 7 oder 8 Jahre im Totholz sich entwickeln können. Das heißt, wenn ich jetzt alles wegräume und immer alles zu Tode kultiviere, dann haben die keine Chance, sich zu entwickeln. Das heißt, die Hirschkäfer, diese legendären, wirklich tollen Käfer, sterben aus. Ja. Also die brauchen Totholz, Stämme, riesige Stämme, wo sie einfach sich entwickeln können. Ja. Ich wollte auch nochmal das Bild von Wolfgang aufgreifen, dass der Mensch ja im Prinzip eine auf dem Kopf stehende Pflanze ist. Und da wird mir jetzt gerade auch so bewusst, dass wir eine ganz große Verwandtschaft auch mit den Pflanzen, vor allen Dingen auch mit den Bäumen haben, vielleicht als Bild dahingehend, dass der Baum im Grunde genommen eine ähnliche Arbeit macht wie der Mensch. Nämlich, dass er mit seinem geistigen Zentrum tief in die tiefen Schichten der Erde vordringt, dort wurzelt und dann über der Oberfläche, nachdem dieses verengende, also wie bei einer Sanduhr könnte man sagen, ist das Kambium ja diese Verengung, wo alles durchfließt, sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben, und dass da so eine Art hermetischer Prozess permanent stattfindet zwischen Geistigkeit und Astralität, könnte man sagen. Und so eine ähnliche Aufgabe haben wir Menschen ja im Prinzip auch. Dass wir eben auch dadurch, dass wir unser Geist selbst entwickeln, dass wir dann aus dem Bereich, in die dann unsere Astralität hineinragen soll, dass wir daraus auch eine blühende Landschaft machen, sozusagen. Ja, ja. Das fällt mir jetzt, also dass das einfach schön ist, diese Verwandtschaft gerade mit der Pflanzenwelt und vor allen Dingen auch mit den Bäumen, ist beim Menschen sehr, sehr groß, sehr stark. Bei Rudolf Steiner hat ja noch nie gesagt, der Mensch ist ein
um 90 Grad gedrehtes Tier. Da hat er ja gesagt, da muss man eher vorsichtig sein bei solchen Vergleichen. Aber bei der Pflanze macht das ja deutlich. Da sagt er, also Mensch und Pflanze, da ist schon diese enge Verwandtschaft. Mir fällt dazu ein, der Ausspruch, weil Gedanken sind ja was Mineralisches, kristallklare Gedanken. Aber wenn ich ja, da fehlen mir jetzt die Worte. Vor allem kristallklare Gedanken fällt mir dazu ein. Ja, dort, wo es ins Mineralisierte geht, ja. Ja, und wenn ich nur denke, also wenn ich jetzt nur lebe und nur denke und nicht tue mit dem restlichen Körper seelisch, also astralisch, seelisch, vom Empfindung her und einfach gestalte, ohne jetzt intellektuell zu denken, dann verkümmert ja der restliche Körper. Also alles, was über der Erde sozusagen blüht, blühen sollte. Ist dazu zu mineralisch wird, Ja, genau. Dann verknöchere ich, ja. versteinere ich. Ja, naja, es gibt ja zweifellos auch bei den Bäumen da große Unterschiede. Also, und also gerade auch was die inspirierende Wirkung dann der Bäume ausmacht. Also, da ist sicher ein Riesenunterschied zwischen denen, die halt sehr stark ins Mineralische gehen oder welche bei denen doch noch mehr Ätherisches auch dabei ist. Weil, dass es abgedämpft wird, ist eben einfach unterschiedlich bei jedem Baum. Na, Es was, ja, ist anders. die Unterschiede, ich meine, das kann ich jetzt auch nur Frage stellen. Unterschiede gibt es ja in den Wurzeln. Es gibt doch diese Pfahlwurzeln, die wirklich so wie spitz Ja. reingehen in die Erde, das sind eher die Nadelbäume, oder? Also Tannen. Da gibt es auch solche und solche. Ja. Okay. Zirbe zum Beispiel. Tannen, Fichten, Lärchen. Und die Eiche, Eichen zum Beispiel, diese, was haben die für Wurzeln? Die, Dicker es geht doch Reifen, weit, recht ja. weit raus. Ja. Reifen, weit. Ja, naja, und das ist ja nicht umsonst in den Überlieferungen, aber wieder andererseits so Bäume wie der Feigenbaum oder der Bodhibaum im Buddhismus, der also dann in der Meditation zur Erleuchtung führt oder beiträgt. Also das sind sehr lebendige geistige Kräfte. Also das meine ich, manche inspirieren die relativ intellektuell geradezu, könnte man sagen. Andere geht es mehr in ein imaginatives, bildhaftes Denken rein. Das ist durchaus unterschiedlich. Und das erzählt der Steiner ja immer wieder mal, ja, dieser Baum, dieser Bodhi-Baum, den haben aber wir auch in uns mit dem Hirnkastel und mit dem ganzen Nervensystem dran. Also das ist eigentlich auch, und tatsächlich, wenn man sich so die Nerven anschaut, das schaut ja wie ein Wurzelgeflecht aus im Grunde. Also Wie die Präparate da gerade vom Hirn oder so, das könnte das verwechseln mit einer Zeichnung von Wurzeln in der Erde. Schaut ganz Schaut ein ähnlich aus. Bodhi-Baum aus? Ja, Feigenbaum im Ach Grunde. so. Ficus religiosa heißt es dann, der Bodhibaum, botanisch. Also Feigenbaum. Einfach eine Variante davon. Gibt es halt auch x Varianten davon. Es gibt im Vedischen gibt es auch was Interessantes. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal gehört, da gibt es ja dieses indische Basilikum, diese Tulsi-Pflanze.
Die wird in Indien auch verehrt, weil sie interessanterweise, also zunächst mal der mythologische Hintergrund ist, dass Radha, das ist die Gefährtin von Krishna, also ist eigentlich quasi seine weibliche Seite, die ist also quasi in diese Tulsi-Pflanze, in diesen Tulsi-Pflanzengeist, könnte man sagen, hineingefahren und ist da zu finden. Und dieses indische Basilikum ist halt so, wie bei einigen Kräutern auch, also dass sie sowohl sehr, sehr krautartig in der Welt stehen kann. Also das heißt, wenn man sie regelmäßig schneidet, dann hat sie also diese Eigenschaft, sehr, sehr krautartig zu sein. Aber wenn man sie also wachsen lässt, wenn man sie alt werden lässt, sozusagen, dann kann sie auch verholzen. Mhm. Und das ist so dieses also dass die Pflanze eben beides hat, ja. Dass das auch zur Ausprägung kommen kann. Weil Rudolf Steiner sagt ja hier, dass jede Pflanze Baum werden möchte, aber dass sie es auch tun kann. Das ist dann zum Beispiel bei diesem indischen Basilikum ist das sehr ausgeprägt, dass das auch möglich ist. Ja. Stimmt. Jetzt muss ich gerade an meine Gärtnerausbildungszeit zurückdenken, wo wir da ganz klar klassifiziert haben, ja, das ist eine Staude, das ist ein Gehölz. Und dann gab es auch mal manche Bereiche, wo es nicht ganz klar war, wie beim Lavendel zum Beispiel. Oder ja. Da waren sich dann meine Berufsschullehrer da auch nicht so richtig einig. Und wenn man dann jetzt aber nach Steiner gehen würde, dann ja, also müssen wir das ja noch mal ganz neu denken. Mhm. Also sehr interessant. Mhm. Ach so, und was ich auch noch hinzufügen wollte, Christoph, also über das Tulsi-Kraut habe ich auch noch gelesen, dass wenn man es richtig anwendet, dass es dann die Kundalini-Energie, also vor allem auch in der Praxis des Kundalini-Yogas verstärken würde. Mhm. Na, aber also diese Verholzung von blühenden Pflanzen habe ich jetzt ganz konkret gesehen und erlebt. Wir haben einen japanische Pfingstrosen, die blühen, so wie Pfingstrosen, ein grüner Busch mit riesigen, schönen Blütendolden. Und im Herbst, also ich habe verholzte, wirklich Holz, Blumen, unter Anführungszeichen, mit einem 5-Stern, wo die Samen drinnen sind. Das ist wirklich Holz. Das ist schon was wie eine holzgeschnitzte Blüte, Blume. Mhm. Schön. Kannst du mal ein Foto machen, Margarete? Ich habe sie unten in einer Schale liegen. Mhm. Also ich ja. kann es holen. Ja, hol ich. Gut. Schnell weiterlesen. Schnell weiter. Ja, okay. Margarita wäre jetzt auch dran. Ja, oder? Deswegen meine ich ja. 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 Ja, wollen wir trotzdem ein Stück weiterlesen, oder? Ja, oder? Mhm. Hätte ich gesagt. Ich hatte zuletzt, ne? Machst du weiter, Wolfgang? Ja. So, jetzt muss ich den. Nun stellt sich das Eigentümliche heraus. Ja, ich hab's nämlich da mein Tablet verschoben gehabt. Ja, ich hab's. Nun stellt sich das Eigentümliche heraus, dass wir sehen können, wie allerdings schon von dem Larvenwesen sehr entfernt, unterirdische Tiere nun wiederum die Fähigkeit haben, zu regulieren im Erdboden die ätherhafte Lebendigkeit, wenn sie zu groß wird. Wenn der Erdboden sozusagen zu stark lebendig werden würde und die Lebendigkeit in ihm überwuchern würde, dann sorgen diese unterirdischen Tiere dafür, dass aus dem Erdboden heraus die zu starke Vitalität entlassen werde. Sie werden dadurch wunderbare Ventile und Regulatoren für die in der Erde vorhandene Vitalität.
diese goldigen Tiere, die dadurch für den Erdboden ihre ganz besondere Wichtigkeit haben, das sind die Regenwürmer. Die Regenwürmer, die sollte man eigentlich in ihrem Zusammenleben mit dem Erdboden studieren. Denn sie sind diese wunderbaren Tiere, welche der Erde gerade so viel Ätherizität lassen, als sie für das Pflanzenwachstum braucht. Du willst deine Blumen herzeigen. Das ist die schon aufgebrochene. Aha. Das sind die geschlossenen Samenkapseln. Das ist ja, komplett, ja, das ist komplett hart wie Holz. Und das ist die aufgebrochenen. Also das ist einfach eine besonders schön geformte. Mhm. Das ist komplettes Holz. Ja. Also da ist nichts Weiches, nichts Grünes. Wirklich, wir Blumen, die zum komplett zu Holz gehen. Ja. Schaut es aber wirklich aus. Jeder kennt Pfingstrosen. Mhm. Und genauso schaut sie aus. Schön, ja. Danke. Gut. Also, das Stückchen noch. So haben wir unter der Erde diese an die Larve nur noch erinnernden Regenwürmer und ähnliches Getier. Und eigentlich müsste man für gewisse Böden, denen man ja das ansehen kann, für eine in ihnen sich befindende günstige Regenwürmerzucht sogar sorgen. Dann würde man sehen, wie wohltätig eine solche Beherrschung dieser Tierwelt unter der Erde auch auf die Vegetation und dadurch wiederum, wie wir noch aufmerksam machen werden, auf die Tierwelt wirkt. Gut. Ich gebe weiter zum Wiederholen und dich. Ab nun stellt. Nun stellt sich diese Eigentümlichkeit, genau. Nun stellt sich das Eigentümliche heraus, das wir sehen können, wie allerdings schon von dem Larvenwesen sehr entfernt, unterirdische Tiere nun wiederum die Fähigkeit haben, zu regulieren im Erdboden die ätherhafte Lebendigkeit, wenn sie zu groß wird. Wenn der Erdboden sozusagen zu stark lebendig werden würde und die Lebendigkeit in ihm überwuchern würde, dann sorgen diese unterirdischen Tiere dafür, dass aus dem Erdboden heraus die zu starke Vitalität entlassen werde. Sie werden dadurch wunderbare Ventile und Regulatoren für die in der Erde vorhandene Vitalität. Diese goldigen Tiere, die dadurch für den Erdboden ihre ganz besondere Wichtigkeit haben, das sind die Regenwürmer. Die Regenwürmer, die sollte man eigentlich in ihrem Zusammenleben mit dem Erdboden studieren. Denn sie sind diese wunderbaren Tiere, welche der Erde gerade so viel Ätherizität lassen, als sie für das Pflanzenwachstum braucht. So haben wir unter der Erde diese an die Larven nur noch erinnernden Regenwürmer und ähnliches Getier. Und eigentlich müsste man für gewisse Böden, denen man ja das ansehen kann, für eine in ihnen sich befindende günstige Regenwürmerzucht sogar sorgen. Dann würde man sehen, wie wohltätig eine solche Beherrschung dieser Tierwelt unter der Erde auch auf die Vegetation und dadurch wiederum, wie wir noch aufmerksam machen werden, auf die Tierwelt wirkt. Es gibt auch diesen Spruch, dass der Regenwurm die Kuh des, also wie eine Kuh ist, was eine Kuh eben begünstigend ausscheidet, düngend, dass das halt der Regenwurm ist, ne, unter der Erde. Und auch die Mengen, die Regenwurmmengen, da kommt beträchtlich was zusammen, dass man es auch durchaus mit der Kuh vergleichen kann, gewichtsmäßig. Ja, klar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei uns in die Erde hineingrabe, da kommen die Regenwürmer, das ist herrlich. Das ist richtig erfreulich, die zu sehen. Oh.
Cool. Ja. Weiterlesen. Ja, ich gebe weiter an Christian. Danke. Nun gibt es wiederum eine entfernte Ähnlichkeit von Tieren mit der Insektenwelt, wenn diese Insektenwelt ausgebildet ist und herumfliegt. Das ist die Vogelwelt. Nun ist aber bekanntlich zwischen den Insekten und den Vögeln im Laufe der Erdentwicklung etwas Wunderbares vor sich gegangen. Man möchte das möglichst bildhaft sagen, wie es vor sich gegangen ist. Die Insekten nämlich haben eines Tages gesagt: Wir fühlen uns nicht stark genug, die Astralität richtig zu bearbeiten, die um die Bäume herumsprüht. Wir benutzen daher unsererseits das baumhafte Seinwollen der anderen Pflanzen und umflattern diese. Und euch Vögeln überlassen wir in der Hauptsache dasjenige, was an Astralität die Bäume umgibt. Und so ist es eine richtige Arbeitsteilung in der Natur zwischen dem Vogelwesen und dem Schmetterlingswesen eingetreten. Und beides zusammenwirkt in einer ganz wunderbaren Weise wiederum so, dass dieses Fluggetier in der richtigen Weise die Astralität überall verbreitet, wo sie auf der Oberfläche der Erde in der Luft gebraucht wird. Nimmt man dieses Fluggetier weg, so versagt die Astralität eigentlich ihren ordentlichen Dienst und man wird das in einer gewissen Art von Verkümmerung der Vegetation erblicken. Das gehört zusammen. Fluggetier und dasjenige, was aus der Erde in die Luft hineinwächst. Eins ist ohne das andere letzten Endes gar nicht denkbar. Daher müsste innerhalb der Landwirtschaft auch ein Auge darauf geworfen werden, in der richtigen Art Insekten und Vögel herumflattern zu lassen. Der Landwirt selber müsste auch etwas von Insektenzucht und Vogelzucht zu gleicher Zeit verstehen. Denn in der Natur, ich muss das immer wieder betonen, hängt doch alles zusammen. Soll ich noch ein Stück weiterlesen, oder? Ja. Diese Dinge sind ganz besonders wichtig für die Einsicht in die Sache. Deshalb wollen wir sie uns ganz genau vor die Seele hinstellen. Wir können sagen, durch die fliegende Insektenwelt ist die richtige Astralisierung der Luft bewirkt. Sie steht diese Astralisierung der Luft im Wechselverhältnis zum Wald, der die Astralität in der richtigen Weise so leitet, wie in unserem Körper das Blut in der richtigen Weise durch gewisse Kräfte geleitet wird. Dasjenige, was der Wald tut, in seiner weiten Nachbarschaft, die Dinge wirken auf sehr weite Flächen hin, nach dieser Richtung hin, das muss durch ganz andere Dinge getan werden, da, wo waldleere Gegenden sind. Und man sollte verstehen, dass eigentlich das Bodenwachstum in Gegenden, wo Wald und Feldflächen und Wiesen abwechseln, ganz anderen Gesetzen unterliegt als in weithin waldlosen Ländern. Es gibt ja nun gewisse Gegenden der Erde, bei denen man von vornherein sieht, dass sie waldreich gemacht worden sind, als der Mensch noch nichts dazu tat. Denn in gewissen Dingen ist die Natur noch immer gescheiter als der Mensch. Und man kann schon annehmen, wenn naturhaft der Wald in einer gewissen Landesgegend da ist, so hat er seinen Nutzen für die umliegende Landwirtschaft, die umliegende krautartige und halmartige Vegetation. Man sollte daher die Einsicht haben, in solchen Gegenden den Wald ja nicht auszurotten, sondern ihn gut zu pflegen. Und da die Erde aber auch durch allerlei klimatische und kosmische Einflüsse sich nach und nach verändert, sollte man das Herz dazu haben, dann, wenn man erblickt, die Vegetation wird kümmerlich, nicht allerlei Experimente bloß auf den Feldern und für die Felder zu machen, sondern die Waldflächen in der Nähe etwas zu vermehren.
Und wenn man bemerkt, die Pflanzen wuchern und haben nicht genügend Samenkraft, dann sollte man allerdings dazu schreiten, im Walde Flächen auszusparen, herauszunehmen. Die Regulierung des Waldes in Gegenden, die schon einmal für Bewaldung bestimmt sind, gehört einfach mit zur Landwirtschaft und muss im Grunde genommen von der geistigen Seite her nach ihrer ganzen Tragweite betrachtet werden. Mhm. Christoph, willst du wiederholen? Okay. Habt ihr das eingeführt, dass ihr immer die Abschnitte zweimal liest? Ja, ja. Es ging los bei Nun gibt es, ne? Ja. Nun gibt es wiederum eine entfernte Ähnlichkeit von Tieren mit der Insektenwelt, wenn diese Insektenwelt ausgebildet ist und herumfliegt. Das ist die Vogelwelt. Nun ist aber bekanntlich zwischen den Insekten und den Vögeln im Laufe der Erdenentwicklung etwas Wunderbares vor sich gegangen. Man möchte das möglichst bildhaft sagen, wie es vor sich gegangen ist. Die Insekten nämlich haben eines Tages gesagt, wir fühlen uns nicht stark genug, die Astralität richtig zu bearbeiten, die um die Bäume herumsprüht. Wir benutzen daher unsererseits das baumhaft sein wollen der anderen Pflanzen und umflattern diese. Und euch Vögeln überlassen wir in der Hauptsache dasjenige, was an Astralität die Bäume umgibt. Und so ist eine richtige Arbeitsteilung in der Natur zwischen dem Vogelwesen und dem Schmetterlingswesen eingetreten. Und beides zusammen wirkt in einer ganz wunderbaren Weise wiederum so, dass dieses Fluggetier in der richtigen Weise die Astralität überall verbreitet, wo sie auf der Oberfläche der Erde in der Luft gebraucht wird. Nimmt man dieses Fluggetier weg, so versagt die Astralität eigentlich ihren ordentlichen Dienst und man wird das in einer gewissen Art von Verkümmerung der Vegetation erblicken. Das gehört zusammen, Fluggetier und dasjenige, was aus der Erde in die Luft hin. Die Seele hinstellen. Wir können sagen, durch die fliegende Insektenwelt ist die richtige Astralisierung der Luft bewirkt. Sie steht, diese Astralisierung der Luft, im Wechselverhältnis zum Wald, der die Astralität in der richtigen Weise so leitet, wie in unserem Körper das Blut in der richtigen Weise durch gewisse Kräfte geleitet wird. Dasjenige, was der Wald tut in seiner weiten Nachbarschaft, die Dinge wirken auf sehr weite Flächen hin, nach dieser Richtung hin, das muss durch ganz andere Dinge getan werden, da, wo waldleere Gegenden sind. Und man sollte verstehen, dass eigentlich das Bodenwachstum in Gegenden, wo Wald- und Feldflächen und Wiesen abwechseln, ganz anderen Gesetzen unterliegt als in weithin waldlosen Ländern. Es gibt ja nun gewisse Gegenden der Erde, bei denen man von vornherein sieht, dass sie waldreich gemacht worden sind, als der Mensch noch nichts dazu tat.
Denn in gewissen Dingen ist die Natur noch immer gescheiter als der Mensch. Und man kann schon annehmen, wenn naturhaft der Wald in einer gewissen Landesgegend da ist, so hat er seinen Nutzen für die umliegende Landwirtschaft, die umliegende krautartige und halmartige Vegetation. Man sollte daher die Einsicht haben, in solchen Gegenden den Wald ja nicht auszurotten, sondern ihn gut zu pflegen. Und da die Erde aber auch durch allerlei klimatische und kosmische Verhältnisse sich nach oben, sich nach und nach verändert, sollte man das Herz dazu haben, dann, wenn man erblickt, die Vegetation wird kümmerlich, nicht allerlei Experimente bloß auf den Feldern und für die Felder zu machen, sondern die Waldflächen in der Nähe etwas zu vermehren. Und wenn man bemerkt, die Pflanzen wuchern und haben nicht genügend Samenkraft, dann sollte man allerdings dazu schreiten, im Walde Flächen auszusparen, herauszunehmen. Die Regulierung des Waldes in Gegenden, die schon einmal für Bewaldung bestimmt sind, gehört einfach mit zur Landwirtschaft und muss im Grunde genommen von der geistigen Seite her nach ihrer ganzen Tragweite betrachtet werden. Ja, im Kontext schauen, ne? Wald, also was auf dem Acker geschieht, im Zusammenhang mit der benachbarten, vorhandenen oder fehlenden Bewaldung. Das Mikro ist aus, Margrethe. Wolfgang und Margrethe, euer Mikro ist aus. Genau, wir führen Selbstgespräche. Stimmt. Na, du musst die Frage nochmal stellen. Also, was ich zuerst gesagt habe, ist, dass das ganz bahnbrechende Erkenntnisse sind, zumindest für mich. Und was ist mit Gegenden, in denen einfach naturgemäß kein Wald vorhanden war oder ist? Ja, es geht eher ein bisschen darauf ein. Also es gibt halt Gegenden natürlich, die von Natur aus waldreicher sind und welche weniger waldreich sind. Also offensichtlich brauchen manche mehr diese Astralität, die da hereingeholt wird, manche Gegenden, manche weniger. Mehr sehe ich jetzt auch nicht, aber. Mir fällt dazu ein Malta. Malta gibt es ja keine Wälder. Ja, ich meine, man muss natürlich sehen, im Mittelmeerraum haben wir ja schon längst gehabt, die große Umweltkatastrophe durch den Schiffbau. Mhm. Weil die ganzen Karstlandschaften sind ja nicht naturgegeben so, sondern das ist durch menschlichen Einfluss. Also, dass das alles Karstlandschaften sind, ist, wenn man dort Holz, 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 Holz. Mhm. Aber das macht ja mit den Menschen auch was, wenn ja, keine Wälder mehr vorhanden natürlich. Sind. Das kann man auch sehr gut sehen, wenn man sich auf Google Earth mal aus einer hohen Vogelperspektive die Ufergebiete von Skandinavien anschaut. Mhm. Da kann man das auch sehen, dass die Menschen halt da durch den Holzbedarf, den sie dann hatten, und man möchte ja das Holz möglichst nicht zu weit tragen und transportieren müssen, dass halt diese ganzen, also das kann man halt richtig sehen, wie dann nach innen, je weiter man nach innen kommt ins Land, der Wald wieder zunimmt und je weiter man sich, je näher man sich der Küste dann annähert, dass dann auch wieder dieses karge Land dann entsteht. Ja, klar, also.
Wir haben schon über Jahrtausende einen riesigen Einfluss natürlich genommen auf die ganze Natur. Ich meine, ist sicher in gewisser Weise legitim. Ich meine, es geht ja auch irgendwie darum, sich zu kultivieren, nur halt in der richtigen Form. Das ist halt die Frage. Ist euch auch aufgefallen, dass von Herz gesprochen wird? In dem Absatz und ja. Da die Erde aber auch durch allerlei klimatische und kosmische Einflüsse sich nach und nach verändert, sollte man das Herz dazu haben, dann, wenn man erblickt, die Vegetation wird kümmerlich, nicht allerlei Experimente bloß auf den Feldern und für die Wälder zu machen, sondern die Waldflächen in der Nähe etwas zu vermehren. Also genau. Herz, um Waldflächen in der Nähe zu vermehren. Ja, ja. Ja. Na, das ist das Aus. Also, ich denke, das ist das ausgleichende Herzdenken. Man muss dann Entscheidungen treffen nach der oder der Richtung hin. Und das kann ich nur mit Herz machen. Also, liege ich da falsch? Nein, nein. Nein, ich meine, es ist sicher überhaupt zu sehen, dass das nicht alles nur Nutzerraum für den Menschen ist, sondern es braucht da eben Bereiche, wo sich die Wälder entfalten können, ohne dass ich jetzt gleich sofort mal den Nutzen denke. Das ist halt das Problem. Was ist Wald heute? Wald ist ein Holzlieferant. Ja, aber man spricht ja auch von Erholungsraumwald. Also der Mensch nützt es ja auch als seelische Erholung. Das kommt auch dazu. Und natürlich hat es für die Klimaregulation ja die Wälder immense Bedeutung. Richtig. Weil die Wüstenbildung bedeutet gewaltig voran. Das kommt ja nicht von ungefähr. Man könnte ja auch an Lösungen arbeiten. Ich meine, das wird ja häufig auch gemacht, aber es wird leider halt immer wahrscheinlich belächelt, so von vielerlei Stellen, dass man ja auch dran arbeiten könnte, wie könnten denn menschliche Siedlungsgebiete aussehen, die vielleicht so eine engere Verbindung auch mit dem Wald auch eingehen. Also im Moment haben wir ja eigentlich nur diese Variante, da wo Menschen leben, ist eigentlich kein Wald. Ja, ja. Und da gibt es vielleicht mal Grünflächen und so weiter, aber man könnte ja auch mal so denken, wie sehr könnte das denn aussehen, wenn die Menschen und der Wald sich wieder ein bisschen mehr annähern, gegenseitig, also dass wir mehr Rücksicht auch auf den Wald nehmen, ohne dass wir jetzt gleich wieder in Höhlen leben oder so. Aber da gibt es ja mit Sicherheit auch eine ganze Menge Potenzial, wie man das auch anders gestalten könnte. Ja, ja. Ja. Dann viele Dinge, die man sicher anders machen könnte, ja. Ja, und jeder hat ja auch ein anderes Bild von einem Wald. Also ich muss da gerade an eine Person denken, mit der ich mal gesprochen habe oder mit der ich auch durch den Wald gegangen bin, die gesagt hat, ach, hier sieht es ja total unaufgeräumt aus. Ne? Das ist viel morsches Holz einfach, was da gelegen hat. Und ja, da kommt dann auch ein gewisser Ordnungssinn oder Ordnungsgefühl dann in manchen vielleicht auch durch. Und es muss dann aufgeräumt sein. Und ja. Genau, sehr ordentlicher Wald sein. Ja. Ja, ja, ja.
Den Gedanken hatte ich jetzt auch in einem ähnlichen Zusammenhang. Also es gibt Menschen, die bauen sich Häuser mit einem Garten und wollen im Grünen leben, aber sie wollen um Gottes Willen keine Bäume, die vielleicht irgendwelche Samen herunterfallen lassen, die man dann im Swimmingpool hat und die man dann am Rasen hat. Das muss man zusammenrechnen. Also um Gottes Willen nur keine Insekten und keine Lindenblüten vielleicht rumliegen und im Swimmingpool haben. Und da wird es dann irrwitzig. Mhm. Also. Ja. Ich habe einen sehr netten, interessanten Menschen kennengelernt, der ist in der Forstverwaltung in Bayern tätig. Mhm. Und er hat auch einen anthroposophischen Hintergrund und er hat auch mal gesagt, was ja überhaupt noch nicht erforscht ist und wo er aber sehr, sehr große Potenziale auch sieht, zum Teil auch aus vielen persönlichen Erfahrungen, mhm. ist zum Beispiel, wie verändert sich auch der Wald an sich, wenn man zum Beispiel noch Rücksicht darauf nimmt, dass es in einem Waldgebiet auch die von Rudolf Steiner benannten Planetenbäume alle gibt. Also dass also diese ganzen planetarischen Qualitäten in einen Wald hineingeholt werden, dadurch, dass man diese Planetenbäume auch miteinander in eine Beziehung stellt. Ja. Und er sagte, es gibt also ein ganz kleines Gebiet, was er kennt. Das ist ein Bekannter von ihm, glaube ich, der das mal gemacht hat, der also so einen Planetenwald quasi angelegt hat. Und er meinte, man kann also sofort, wenn man da reingeht in dieses Stück, kann man merken oder spüren, dass da eine ganz andere Lebendigkeit vorherrscht als in Monokulturen, wo jetzt nur Buchen für die Holzwirtschaft oder so angebaut werden. Ja, das ist eigentlich eher außerhalb der biologisch-dynamischen Bewegung ja bekannt schon, dass wenn je mehr Monokultur ist, desto anfälliger wird es, desto mehr ist Schädlingsbefall und so weiter. Also es braucht Vielfalt. Mhm. Und auch manche Gegenden brauchen vielleicht mehr Wald, andere weniger. Er sagt es ja selber, der Steiner, irgendwo. Also wo spricht er da von Gegenden, wo ihm der Wald notwendig ist? Oder wie sagt er das? Ja, wenn naturhaft der Wald in einer gewissen Landesgegend da ist. Wenn er naturhaft da ist. Also es ist, aber es gibt da Gegenden, wo er eben naturhaft nicht da ist. Mhm. Also das heißt, es wäre wahrscheinlich nicht gut, alles jetzt mit Wald zudecken zu wollen. Das bringt es auch nicht. Und es haben Gegenden einen höheren Bedarf nach dieser Astralität, andere weniger. Also auch wieder nicht eins für gleichmachend für die ganze Erde womöglich. Ein Prinzip. Der Wechsel macht es aus. Ja, aber da kann man wieder, also da käme ich wieder zurück auf den Satz, den der François erwähnt hat, dann muss man das Herz haben und für mich ist das Herz das Zünglein an der Waage, zu beobachten, wo ist jetzt wirklich angebracht, an Wald auszusparen und wo ist es angebracht, einen Wald zu pflegen. Also das Herz dazu zu haben, zu entscheiden, da muss ich ein bisschen abholzen und dort muss ich pflegen. Ja, das ist. Also eben auch wieder nicht eine Einseitigkeit. Ja. Also die Mitte, das Gleichgewicht. Mhm. Mir kommt entgegen, ich gucke gerade, ob mein Mikro, ich hatte nämlich eben Anrufe, jetzt ist mein Mikro wieder an, ja. Mir kommt entgegen, dass das geisteswissenschaftliche Betrachten, dass der weite Blick überhaupt erst ermöglicht zu erkennen, wie ich dieses Gleichgewicht herstellen kann. Ich muss es nämlich ganz individuell greifen. Es nützt ja nicht zu sagen, ja, da hinten wird ganz viel angepflanzt an Bäumen und deswegen machen wir ja ganz wenig. Also so wie das mit Ausgleichsflächen, glaube ich, die Handhabe ist. Das wird ja rein quantitativ gesehen. Ja, ja, ja.
das ist so ein bisschen, als würde man einem Menschen ganz besonders viel zu essen geben und dem anderen lässt man verhungern. Sagt ja unterm Strich, stimmt's doch. Unterm Strich genau, passt es doch, die Ration. Und mich beschäftigt nämlich beim Lesen des landwirtschaftlichen Kurses. Oh, wer ist raus? Christoph. Ah, da Christian. Ja. Der immer diese, also letzte Zeit begleitet mich öfters geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Ne? Das ist ja der Titel. Mhm. Eigentlich. Und dann frage ich mich immer, ja, wie kann ich denn das anwenden, so für mich, ja, wie kann ich das denn denken? Und das wäre für mich jetzt ein gutes Beispiel zu sagen, man kann es nicht gießkannenmäßig denken, jetzt was das Waldthema angeht, sondern man steht im Prinzip als Landwirt vor seinem Acker und fragt sich, ja, ist denn grundsätzlich, fehlt ihm grundsätzlich was und muss ich vielleicht auch erkennen, und da kommt vielleicht auch das Herzthema rein, Margareta, ja, muss ich grundsätzlich erkennen, dass ich hier rumbasteln kann, wie ich will, das wird es nicht lösen. Hier fehlt es in der Gegend im Zusammenhang an Wald. Und das zu erkennen, ist ja auch, wow, da muss ich ja vom Kleinen ganz zum Weiten gehen und weit über meinen Acker hinaus und muss die ganze Gegend bedenken, sozusagen. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist aus meiner Sicht typisch auch geisteswissenschaftlich. So, dass ich das groß denke, weit denke und dann eben auch die vielen kleinen Effekte wie mit den Insekten und den Vögeln, dass das ja auch eine Rolle spielt. Also lässt sich ja gar nicht pauschal sagen, ne, wie man hier denken muss. Ja, eben. Es gibt keine pauschale Regel, die überall gilt. Es geht eben wirklich darum, konkret vor Ort. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt kann sich ja im Laufe der Jahre ändern, das herauszufinden. Also Jahre, Jahrzehnte oder so. Wo die Schwierigkeit eigentlich schon beginnt, ist, dass bei einem klassischen Hof, wenn man jetzt mal so ein Idealbild von einem Hof hat, dann ist es ja eigentlich so, dass das als Organismus gedacht nur funktionieren kann im idealen Sinne, wenn das Land, was bewirtschaftet wird, auch arrondiert ist. Also das heißt, dass also die Flächen, die landwirtschaftlichen Flächen um das Hofgebäude, dort, wo die Menschen sind und die Tiere, dass das Land eben umliegend ist. Und bei vielen Höfen ist es ja so, dass die Flächen dann auch teilweise relativ weit vom Gebäude, wo der Landwirt lebt, und auch die Tiere sind entfernt sind. Und da ist es schon mal ein Hindernis, dass da so ein richtiger Fluss, so ein Organismus auch entstehen kann. So ein bisschen. Die Hülle fehlt dann, ne? Mhm. Wie die Haut um den Organismus. Ja, natürlich. Man wird halt nicht immer leicht sein, den idealen Zusammenhang zu bilden. Demnächst in diesem Theater? Demnächst in diesem Theater, hätte ich gesagt, genau. Ah, wir sind schon. Oh. Wir sind, ja. Mhm. Nächstes Mal geht es weiter mit der Würmer- und Larvenwelt, sehe ich das richtig? Ja. Mhm. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Spannend. Also es ist sehr, sehr viel einfach zu beachten im Grunde. Also wirklich das große Umfeld weg, immer. Das, weg vom... Ich bin weg. Na, macht nichts. Ich bin nicht so wichtig. Ah ja, jetzt sind wir zu dritt. Genau, da länger. Gut. Okay. Ja, fein. Schönen Sonntag wünsche ich euch und den Zuschauern. Schönen Sonntag. Ebenfalls. Auch liebe Grüße an Christian noch, weil der ist jetzt verschwunden. Ja, der ist, glaube ich, rausgeflogen vielleicht, oder weiß ich nicht. Okay. Gut. Bis bald. Bis zum nächsten Ding. Übrigens, ich tue es jetzt gleich öffentlich fragen. Werden wir vor Weihnachten die Weihnachtsimagination wieder lesen und denken? Ja, sehr gerne, ja.
Es geht nicht bei mir, ich muss gleich am 23., weil da machen wir die Weihnachtsspiele. Ja. Aber wäre schön, wenn wir es lesen würden wieder. Ja, sehr gut. Also von meiner Seite auch, ja, ich weiß nicht, ob man es dann vor dem 21. lesen kann. 22. ist das der Freitag? Na, der 23. ist der Freitag. Ah. Ah, am 24. Da werden wir nicht viel Publikum haben. 21. geht bei Christoph nicht, oder? Ja, weil wir fahren halt nach Hessen. Und, ja. Und dann sind wir halt da und dann weiß ich nicht genau, ob das möglich ist, dann da teilzunehmen. Mhm. Dann hätte ich auch noch eine Bekanntgabe wegen den Nebenübungen. Die vierte Staffel der Nebenübungen in Gruppenarbeit startet jetzt mit dem ersten Tag im Dezember. Das ist der Donnerstag, nächste Woche Donnerstag. Da haben wir gleich drei Gruppen, eine morgens, eine am frühen, also müsste nochmal gucken, 17:30 und eine 19 Uhr und eine morgen 9 Uhr, 15, 9:30 Uhr. Das steht alles auf Anthroworld bei den Nebenübungen. Und, und da steht auch die Online-Liste, da kann man sehen, die sich angemeldet haben, sollten auch nochmal prüfen, ob sie in den richtigen Gruppen da jetzt stehen. Ja. Schön. Gut. Also, habt einen schönen Sonntag. Ebenso. Danke, bis bald. Gleichfalls. Ja, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.